In diesem Video lernst du, wie du diese weichen und niedlichen Ostereier häkeln kannst. Die kostenlose Anleitung findest du auch noch einmal als Download-Link hier unten in der Infobox. Die Anleitung besteht aus zwei verschiedenen Größen von Eiern. Wir werden die größere Größe in diesem Video gemeinsam häkeln. Für diese Anleitung benötigen wir Honey Bunny Shine, eine 6 mm Häkelnadel, Füllwatte, eine Stopfnadel und eine Schere. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Für die erste Runde werden wir nun 6 feste Maschen in den Maschenring hineinhäkeln. Am Ende hast du dann 6 Maschen. In der Runde 2 werden wir 6 Zunahmen häkeln, das heißt insgesamt kommen wir dann auf 12 Maschen. Dies machst du, indem du 2 feste Maschen in jede Masche häkelst. In Runde 3 werden wir insgesamt 6-mal eine feste Masche und eine Zunahme häkeln. Somit kommen wir insgesamt auf 18 Maschen für Runde 3. Für Runde 4 wirst du 5 feste Maschen und eine Zunahme häkeln. Dies machst du insgesamt 3-mal und kommst dann auf 21 Maschen. Für Runde 5 wirst du 3 feste Maschen, eine Zunahme und 3 feste Maschen insgesamt 3-mal häkeln. Wir haben dann 24 Maschen für Runde 5. In der Runde 6 werden wir 7 feste Maschen und eine Zunahme häkeln. Das machst du insgesamt 3-mal. Insgesamt haben wir dann 27 Maschen. Die siebte Runde besteht aus 4 festen Maschen, einer Zunahme und 4 festen Maschen, was du insgesamt 3-mal häkeln wirst und dann kommen wir auf 30 Maschen für die Runde 7. In der Runde 8 wirst du 9 feste Maschen und eine Zunahme häkeln und das insgesamt 3-mal. Wir kommen dann auf 33 Maschen. Für die Runde 9 häkelst du nun 5 feste Maschen, eine Zunahme und 5 feste Maschen. Diese Sequenz auch bitte wieder 3-mal häkeln und dann hast du insgesamt 36 Maschen. Runde 10 besteht aus 11 festen Maschen und einer Zunahme, die du insgesamt 3-mal häkelst. Das heißt, wir haben dann 39 Maschen in der Runde 10. Für Runde 11 häkelst du eine feste Masche in jede Masche. Insgesamt haben wir dann immer noch 39 Maschen.
Im Anschluss werden wir nun eine feste Masche in jede Masche der nächsten 5 Runden häkeln, also Runde 12, 13, 14, 15 und 16. Dort haben wir dann weiterhin 39 Maschen. In der Runde 17 geht es weiter mit 11 festen Maschen und einer Abnahme. Das machst du 3-mal. Dann haben wir 36 Maschen für diese Runde. Die Runde 18 besteht aus 4 festen Maschen und einer Abnahme, die du insgesamt 6-mal häkelst, und dann haben wir 30 Maschen. Runde 19 besteht aus 3 festen Maschen und einer Abnahme, die du 6-mal häkelst, um dann auf 24 Maschen zu kommen. In der 20. Runde häkelst du 2 feste Maschen und eine Abnahme, 6-mal insgesamt diese Sequenz, und dann haben wir 18 Maschen. Beginne nun mit dem Ausstopfen des Eis und stopfe beim Arbeiten nach und nach weiter aus. Runde 21, eine feste Masche und eine Abnahme, 6-mal häkeln, dann kommen wir auf 12 Maschen. Häkle für die Runde 22 6-mal eine Abnahme. Insgesamt haben wir dann 6 Maschen übrig. Schließe nun die Öffnung, indem du durch das vordere Maschenglied der letzten 6 Maschen nähst. Ziehe den Faden fest, um das Loch zu schließen, und vernähe ihn. Bravo, dein Ei ist fertig und du bist bereit für Ostern. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht, mit uns dieses Osterei zu häkeln. Lass uns gerne einen Daumen hoch da und abonniere diesen Kanal für weitere spannende Garnvideos. Bis zum nächsten Mal!